Es könnte ein Meilenstein in der nachhaltigen Wärmeversorgung werden. Die Heiztapete des Startups MPO Tech GmbH aus Ludwigslust. Am 18. August wurde das neue Produkt der Erfinder offiziell vorgestellt. Die Tapete wird elektrisch betrieben und kann so sehr effektiv mit Photovoltaikanlagen kombiniert werden. In Zeiten der Gasknappheit ist sie damit eine bedeutende Alternative zu den gängigen Heizungen. Wir haben einen großen Drucker umkonzipiert mit einer entsprechenden Heiztintenmischung, dass dieser Drucker mit dieser Heiztinte drucken kann. Und so kann er großflächige Tapeten wirklich drucken, die dann mit einem Stromanschluss von Schutzkleinspannung wirklich Wärme abstrahlen. Das heißt, man hat im Endeffekt wirklich eine Tapete an die Wand angebracht, die so um die 26 bis 30 Grad Celsius heiß werden kann und dementsprechend für ein sehr angenehmes Wohlfühlklima sorgt innerhalb eines Raumes. Die Heiztapete wärmt und dämmt ein Gebäude gleichzeitig. Je nach Anwendung geht so kaum Energie verloren. Sie wird automatisiert produziert und punktet vor allem im Bereich Nachhaltigkeit und Preis-Leistung. Alles, was in dieser Heiztapete zusammengestellt wird, ist biologisch abbaubar, kann kompostiert werden und hinterlässt dementsprechend keine Rückstände. Des Weiteren natürlich auch die Anschaffungskosten sind wesentlich geringer als bei einer normalen Heizung. Und auch die Unterhaltungskosten liegen aktuell nach aktuellen Preisen halt fast gleich. Also man kann sich vorstellen, wir haben eine 77 Quadratmeter Wohnung ungefähr, die jetzt monatlich ca. 38 Euro an Heizkosten haben dadurch. Um die Heiztapete anzubringen, braucht es keine Fachmänner oder Frauen. Absolut nicht. Also das kann man komplett selber machen, wie jede andere Tapete auch. Wird einfach an die Wand gebracht und das Einzige, was noch dazu kommt, sind unten die Fußleisten, die Anschlüsse für die Stromversorgung. Und das ist aber auch keinerlei Fachkraft bedürftig. So, das kann man auch selbst einfach zwei Steckkontakte zusammen machen. Obwohl die mit der Heiztapete bedeckte Wand direkte Wärme ausstrahlt, sorgt ein ausgefeiltes Konzept für maximale Sicherheit bei der Verwendung. Wir haben sogar auch Temperaturfühler mit integriert, die in einem Smart-Home-System zum Beispiel ständig überprüft werden, wie die Temperatur wirklich ist. Und gerade durch die Drucktechnik ist es uns auch wirklich ermöglicht, eine sehr gleichmäßige Fläche zu schaffen, die ja eine gar nicht größere Erhitzung ermöglicht. Dazu ist das Ganze noch auf 24 Volt Kleinspannung reduziert und alles wirklich sehr exakt ausbemessen mit den entsprechenden Transformatoren, dass gar nicht irgendwie ein Überstrom oder ähnliches zustande kommen kann. Mit ihrem marktfähigen Produkt ist die MPO Tech sehr zufrieden. Lediglich die Produktion kann und soll noch optimiert werden. Langfristig will das Startup ein noch neueres Maschinendruckmodell mit einer moderneren Schneidtechnik etablieren. So könnten mehr Quadratmeter der Heiztapete pro Stunde produziert werden. Das wird vor dem Hintergrund der aktuell hohen Nachfrage nach effizienten Heizkonzepten auch bald nötig sein.